Hallo und willkommen zurück hier bei Sherlock Holmes. Und wir setzen die Analyse fort. Gelangen Sie basierend auf den verfügbaren Fakten zu den richtigen, was? Zu den richtigen Schlussfolgerungen. Also. Am Tatort wurde ein Seil sichergestellt, das nur an einer Seite ausgefranst ist. Das Seil wurde bereits bei der Fertigung an einer Seite beschädigt. Das Seil wurde immer an der gleichen Stelle benutzt. Das Seil wurde im Wasser benutzt und ist vermodert. Würde ich das zweite nehmen? Bei der Analyse wurde feuchte, schwarze Erde gefunden. Die Erde stammt aus einer Grube. Feuchte... aus einem Brunnen, aus einem Flussbett. Grube. Nahe dem Fußabdrücken befand sich ein Granitfragment mit schwarzer Farbe. Das Granitfragment stammt aus einer schwarz bemalten Steinobjekt. Das Granitfragment stammt von einem schwarz bemalten Felsen. Das Granitfragment stammt von einer schwarz bemalten Granitmauer. Würde ich das nehmen? Was haben wir hier? Das Skalpell stammt aus einem Hospital in Whitechapel. Ja. Die Erde und das Granitfragment stammen von einem Gebäude. Die Erde und das Granitfragment stammen von einer Grube nahe einem Steinobjekt. Die Erde und das Granitfragment stammen aus einer Höhle. Ja, das zweite. Mit dem Seil wurden Boote befestigt. Das Seil wurde von einer Wasserholen zum Wasserholen aus einem Brunnen verwendet. Ach so, das Seil wurde dafür verwendet, etwas in eine Grube hinabzulassen. Die Erde, das Seil und das Granitfragment stammen von einem Grab. Die Erde, das Seil und das Granitfragment stammen von einem Gebäude, das saniert wird. Die Erde und das Seil und das Granitfragment stammen aus einem Grabsteinmanufaktur. Wird man das nehmen? Das Hospital in Whitechapel befindet sich nahe einer Grabsteinmanufaktur. Das Hospital in Whitechapel befindet sich nahe einer Baustelle. In Whitechapel befindet sich nahe einem Grab. Ich will das nehmen. Ja. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Okay, das war falsch. Schön. Ich brauche etwas. Muss ja noch irgendwas machen? Das hier vielleicht? Mit dieser Vorrichtung kann ich die chemische Zusammensetzung einer Substanz analysieren. Na dann. So. Füllen Sie zum Analysieren der Probe die Flüssigkeit in das Reagenzglas. Benutzen Sie jede Wirkstofflösung, um alle Merkmale der Substanz zu finden. Okay. Gut. Dann drehen. Benutzen. Zwei grün, ein braun, ein blau. Nein! Ah, fuck! Zwei grün, ein blau, ein grau. Kann ich das jetzt benutzen? Ach so. Zwei grün, ein grau, ein braun. Drei braun und zwei grau. Und zwei grau.
Das war richtig. So, das war ein Blau, ne? So. So war das richtig. So. Zwei Braun und zwei Grau. Drei Grau. So. Zwei Grün und ein Blau. So. Und dreimal Braun und dreimal Grün. Gift. Und ganz offensichtlich ein sehr gefährliches. So. Gift. Diskret, effizient und nur im Zuge einer gründlichen Autopsie nachweisbar. Konnten Sie die Wirkkomponenten bestimmen, Holmes? Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Diese toxischen Substanzen gehen über meine Kenntnisse auf diesem Fachgebiet hinaus. Das ist ohne Zweifel die Arbeit eines erfahrenen Chemikers. Eines Chemikers und Kriminellen. Sie sagen es. Suchen Sie bitte meine Monographie über die Giftmischer der letzten drei Jahrzehnte. Na dann, wir sind wieder Watson und wieder ans Regal. Ja, dreh dich einmal im Kreis. Arzt für Allgemeinmedizin. Das brauche ich nicht. Okay, was dann? Hier? Ne, hier noch. Ne, was soll ich? So, da bin ich wieder. Gibt gleich Essen bei mir. So, ich lese das jetzt gar nicht mehr durch. So, muss ich jetzt mit dem reden? Hans Schielmann, bekannt unter dem Namen Rattentöter, gilt als weltweit größter Experte auf dem Gebiet der chemischen Gifte. Ist er auf freiem Fuß? Zum Glück nicht. Er sitzt schon seit vielen Jahren im Hochsicherheitstrakt des Westgate-Gefängnisses hier in London ein. Dann kann er nicht derjenige sein, der das Gift hergestellt hat. Schreiben Sie ihn lieber nicht zu schnell ab, Watson. Laut Scotland Yard soll dieser Mann außerordentlich intelligent sein. Für die gerissensten Verbrecher sind Gefängnisse nur ein kleines Hindernis. Wir sollten Mr. Schielmann morgen einen kurzen Besuch abstatten. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Mhm. So. Das war's. Das heißt, ich muss jetzt hier das Richtige auswählen. Dann haben wir hier... Ich hasse diese Dinger, oder? Ey, das kann doch nicht sein. Stammt von einem Grab. Ja, das zweite. Von einem Brunnen. Granitfragment stammt von einem schwarz bemalten Steinobjekt. Stammt von einem Grab. Ja, wenn hier überall Grab oder Gebäude, das saniert wird, steht, dann kann es schlecht Wasser holen sein. Der gleichen Stelle. Grube.
Grube. Scheiße, ey. Na, wieder hier so ein Kackrätsel, das ist doch scheiße. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Mann, ey. Kackendreck. Also ich muss das Ding da einsetzen, ne? Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Das hat er jetzt in dem Watson gesagt, auch gut. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße jetzt. Kann ich hier was an den Detektionsdingern was machen? Runter. Das Flächenentgift, das Verrücktheit führt. Der Bischof hat einem der Täter den Finger abgebissen. Der Bischof hat sich selbst gebissen. Der Bischof wollte sich selbst töten. Der Bischof hat sich gewaltsam gegen seine Peiniger gewehrt. Der Bischof ist verrückt geworden. Die Mörder des Bischofs hatten ein Gift, das zu Verrücktheit führt. Die Mörder des Bischofs sind verrückt, sind Vampire. Den Inhalt des Fläschchens zu trinken. Perfekt. Gut gemacht, Watson. Unsere Deduktionsaufzeichnungen sind vollständig. Sie bestätigen, dass die Mörder des Bischofs für einen Auftraggeber arbeiten, der unter anderem im Besitz eines ziemlich ausgeklügelten Gifts ist. Also handeln sie im Auftrag eines Menschen, der gerissener ist als sie. Okay, die Deduktion haben wir dann durch. Dann müssen wir nur noch das hier machen. Diese Kacke hier. So. Am Tatort wurde ein Seil sichergestellt, das nur an einer Seite ausgefranst ist. Das Seil wurde an einer gleichen Stelle benutzt. Das Seil wurde im Wasser benutzt und ist gemodert. Vermodert. Könnte auch sein. Bei der Analyse wurde feuchte schwarze Erde gefunden. Ja. Stammt aus einer Grube, Brunnen oder Flussbett. Machen wir das hier. Nahe der Fußabdrücke fand sich ein Granitfragment mit schwarzer Farbe. Stammt von einem schwarz bemalten Steinobjekt. Felsen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Wurden Boote befestigt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ach so. Jetzt habe ich verstanden. Nein, Denkmal. Nein, Friedhof. Mir fehlen Informationen. Lagerkomplex, Grabstein. Mir fehlen Informationen. Ach so. Mir fehlen. Überall, ne? Mir fehlen. Mir
Okay. Ach so, das ist dann, ich muss dann kombinieren und dann in diesem Buch auswählen, was richtig ist. Ach so. Gleichen Seite benutzt. Aus einem Brunnen. Stammt von einem schwarzen malten Steinobjekt. Eine Granitmauer. Wurde zum Wasserholen aus dem Brunnen verwendet. Die Erde und das Fragment stammt von einer Grube nahe ein Steinobjekt. Stammt von einem Grab. Mir fehlen Informationen. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich stehe schon wieder sowas von am Schlauch, ey. Das ist doch. Ohne Scheiß. Bin ich zu doof dafür oder was? Was ist denn, wenn ich. Ich bin mit meiner Analyse. Ja, ist doch gut. Was ist, wenn ich. Ich bin mit meiner. Also der kann das nicht nochmal sagen, was er rausgefunden hat. Dass nur an einer Seite ausgefranst ist. Gleichen Seite benutzt. Wurde feuchte schwarze Erde gefunden. In der Grube. Na, mit dem Fußabdruck. Ein Fragment mit schwarzer Farbe. Fragment stammt aus einer schwarz bemalten Steinobjekt. Bemalten Felsen. Bemalten Granitmauer. Was habe ich da gemacht? Grube. Sei wohl dafür verwendet, etwas in die Grube herabzulassen. Die Erde und das Fragment stammen von einem Gebäude. Stammt von einem nahe einem Steinobjekt. Stammt von einem Grab. Nein, im Grabstein, Baustelle oder Grab. Machen wir hier auch mal die Manufaktur. Dann nehmen wir hier diese. Wo ist das? Da. Mir fehlen Info. Wieder falsch. Okay, gut, dann würde ich sagen, beende ich hier mit diesem Part. Und wir lösen diese Frage, in welchem Hospital das war, in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Leo. Ciao.